Im Namen Allahs, Alabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Ich hatte vor kurzem eine Geschichte gelesen von einer Schwester, von einem Mädchen im Endeffekt, was viel durchgemacht hat im Leben und wie sie benutzt worden ist von Männern etc. Und ich hatte mal auch dasselbe mal, identische Sachen mal gelesen in der Biografie von Malcolm X. Und ich wollte genau über das, was ich gelesen habe, zwei, drei Sätze sagen, die sehr wichtig sind. Für die Jungs und für diese Leute, für die männlichen Leute, die draußen sind und sie manchmal mit Frauen umgehen, als wären das Gegenstände und sie nicht darüber nachdenken, was sie einem Menschen antun. Weil Alhamdulillah, so wie Allah uns das auch lehrt und wie wir wissen, ist eine Frau genau ein Mensch wie ein Mann. Und Alhamdulillah vor Allah subhanahu wa ta'ala sind wir alle gleich. Nun, ich hatte diese Schwester geschrieben, wie sehr ihr das geschadet hat, dass die Männer mit ihr so umgegangen sind vor ihrer islamischen Zeit, wo sie in den Diskotheken gewesen ist und diese One-Night-Stands gab und man der Drogen gemacht und Alkohol und sie alkoholisiert hat, damit man mit ihr ins Bett geht. Und wie sehr dass sie selbst sich damit geschadet hat, erstmal durch die Alkohol und durch die Drogen, aber durch auch diese One-Night-Stands und etc. Und ich kann mich erinnern, wie Malcolm X geschrieben hat, dass er damals, als er seine erste so Freundin kennengelernt hat und mit der zusammen war, war das ein sehr nettes Mädchen und ein sehr frommes Mädchen, bis er die zum ersten Mal in den Disco gebracht hat, bis er zum ersten Mal mit ihr gewisse Faxen gemacht hat. Und er hat gesagt, im Nachhinein, er hat sich später getroffen, als er dieses Mädchen in dieses Milieu reingebracht hat, er hat sich später getroffen und hat gesehen, dass aus sie eine Prostituierte geworden ist und dass aus sie eine Frau geworden ist, die sehr viele schlechte macht, obwohl sie vorher sehr fromm war. Ja, ist aus sie eine sehr schlechte Frau geworden, so gesehen. Eine Frau, die ihren Körper verkauft und die sich billig abgibt in dieser Gesellschaft. Und der selber zu sich sagt, dass der hat das ja auch vor seiner islamischen Zeit gemacht, dass ihm das sehr weh getan hat, als er die gesehen hat, was aus ihr geworden ist. Nun jetzt, was ich damit sagen möchte und warum ich euch das erzähle, ist, weil die Jungs und die Männer, die draußen sind, und die darüber nicht nachdenken, wenn sie zu einer Frau gehen, wenn sie eine Frau ausnutzen für eine Nacht oder für eine bestimmte Situation oder für eine gewisse Gelüste, die Männer mit sich tragen, sie sollen darüber nachdenken, was sie diesen Menschen antun. Weil du nimmst ein frommes Mädchen und du nimmst ein Mensch, der fromm ist, der rein ist von seiner Seele und du bringst ihn in Orte rein, wo man aus diesem Menschen einen sehr schlechten Menschen macht. Und erstmal selbst für dich auch. Und selbst dann, man sollte darüber nachdenken, was man diese Menschen antut. Und das ist sehr gefährlich. Also man schadet diese Leute und sie tragen auch einen Schaden von sich. Und viele denken gar nicht darüber nach. Viele Jungen sagen, ist egal, ich schlafe mit dieser und ich mache das mit dir und das. Sowieso, dass es im Islam haram ist, dieses unehrliche Geschlechtsverkehr. Und man sieht, welche Schäden daraus entstehen. Ja, viele denken, das ist cool und man muss sein und one night stand dort und one night stand da. Aber man merkt gar nicht, wie man sich gegenseitig schadet. Ja? Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die darüber berichten konnten. Viele Frauen, die sowas erlebt hatten, wie sehr das sie geschadet hat, wenn man sie so benutzt hatte. Und deswegen ist dieses Video auch gedacht, dass man die Leute nachdenken, bevor sie ihre Hände lang machen. Erstmal, Alhamdulillah, für Muslime gibt es den Weg der Ehe, Alhamdulillah, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat, für jeden Mann und Frau, die bereit sind zu heiraten und die auch die Möglichkeit haben zu heiraten, dass sie diesen Weg gehen, weil der Weg halal ist und danach man auch alles mit einer Verantwortung verbunden ist, weil heiraten ist ja kein Spiel. Und für diejenigen, die keine Muslime sind, sollten wirklich darüber nachdenken, wie sehr sie Menschen schaden, wie sehr sie diese Menschen und für die Leute, die uns natürlich verurteilen und sagen, dass wir Frauen unterdrücken, wir sind nicht diejenigen, die das mit den Frauen tun. Wir sind nicht diejenigen, die Frauen so behandeln, weil wir dürfen vom Ursprung des Islam her nicht Frauen so behandeln. Und es sind Wörter, die vielleicht einen oder den anderen zum Nachdenken bringen sollten. Und denkt darüber nach und denkt, es gibt viele, viele, viele Mädchen, die sowas erlebt haben und die Schäden daraus ertragen haben. Und ich bitte natürlich, diese Frauen sollen auch aufpassen, sollen sich nicht so einfach geben. Die sollen sich nicht immer jeden an sich ranlassen. Ihr seid auch Geschöpfe Gottes und ihr seid auch Menschen und versucht das zu bewahren, was Allah euch gegeben hat. Gott hat euch eine gewisse Schönheit, eine Reize gegeben und euch eine Seele gegeben. Bewahrt diese Seele und beschützt diese Sache. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم